Oh, hallo, ihr seid ja schon wieder da. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder mein Ankleidezimmer. Kommt mal rüber. Und zwar haben wir hier deckenhohe Schränke. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, wie es vorher hier aussah. Hier stand eigentlich nichts außer ein Nachttisch und eine Kamera. Sonst war der Raum eigentlich nur voller Kartons. Und endlich habe ich nach Monaten meinen Traum erfüllt und habe mir Einbauschränke hier reinbauen lassen. Aber wir haben hier 2,5 Schränke. Bedeutet, wir haben hier 2,5 Korpusse, jeweils also 2,50 Meter. Ist das logisch? Ja, ist es. Das Ganze machen wir mit einer Push-to-Open-Funktion auf. Das heißt, wir drücken einmal dagegen. Ehrlich gesagt, ich check manchmal selber nicht wo. Alles komplett in den Schränken ist nach einem Regenbogensystem aufgebaut und reingehängt und organisiert. Weil ich finde, so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, oh, heute habe ich Bock auf Grün, dann weiß man genau, wo Grün hängt, dann geht man einfach dahin und nimmt sich das. Die Schränke habe ich bei Home Schlafen und Wohnen bauen lassen, machen lassen. Die haben hauseigene Monteure, da braucht ihr keine Angst haben, dass irgendjemand Fremdes zu euch kommt. Die Planung war super, wir haben das vor Ort gemacht, das ist ein junges Team. Auch der Papa, der das damals, das ist ein Familienunternehmen, der das damals gemacht hat, ist auch manchmal mit dabei. Ich habe das Ganze mit der Laura gemacht. Wir schreiben bis heute, weil wir uns super verstanden haben und bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Qualität. Ich schreibe euch alles sehr gerne in die Infobox, da könnt ihr eben mal gerne nachschauen. Die ganzen Kleiderstangen sind so stabil. Ich zeige euch mal kurz, wenn ich mich da dran hänge, was passiert. Ja, pass auf. Die sind aber auch nicht an den Wänden festgeschraubt. Das sind wirklich unfassbar stabile Schränke. Die sind nicht mit so einer Rückwand, die einfach eingeschoben ist, sondern sogar die Rückwand ist richtig stabil. Also wenn hier ein Wasserschaden passiert, der ganze Raum voller Wasser läuft, dann passiert den Schränken nichts. Das war mir ganz wichtig, dass ich die auf ewig hier drin haben kann. Aber ich zeige euch mal den Inhalt, der hier so weitergeht. Und zwar, wie gesagt, Regenbogen. Wir haben hier oben braun. Wir ziehen das weiter ins Beige. Beige mit gelben Untertönen, mit neutralen Untertönen und mit rosa Untertönen natürlich. Und dann haben wir komplett rein weiß. Und unten geht das Prinzip eigentlich dann nochmal weiter. Also es ist dann grau, so wie ein Regenbogen halt aufgebaut ist. Ich habe mit The Holy Homes zusammengearbeitet. Zwei Mädels, die 3 Tage mit mir hier waren und mit mir eingeräumt haben. Super tolle Mädels und die konnten das alles perfekt organisieren. Die haben meine Jacken eingeschweißt, meine Winterjacken. Und wir haben sie dann oben in diese Boxen reingelegt. Das heißt, im Winter kann ich dann einfach dahin das rausholen, aufmachen, die Jacken wieder anziehen und dann im Frühjahr hoffentlich wieder einschweißen. Nobody knows. Aber ja, eigentlich bräuchte ich sie jetzt schon wieder. Kurz zu eurer Demonstration. Eine Jacke sieht dann so aus. Also es ist total platt, ne? Und das könnt ihr dann einfach falten, in die Box reinlegen und tauschen. Wir haben in den Schränken Boxen. Ich habe leider nicht bedacht, Schubladen mit reinbauen zu lassen. Die lasse ich jetzt nachträglich machen. Also 2 Schubladen kommen noch dazu. Ich zeige euch am Schluss, wohin sie kommen. Weil ich habe hier zum Beispiel Socken und Unterwäsche. Die liegen jetzt einfach so in den Boxen. Ist nicht schlimm, ist cool. Aber noch cooler wären natürlich vielleicht so 2 Schubladen oder so. Wir machen direkt hier weiter, weil es wird nämlich noch ein kleines bisschen was dazukommen. Hier kommen noch, also hier kommt eine Gardinenstange hin, lange Leinen, Vorhänge, eine kleine Sitzmöglichkeit mit so einem Puff, wo man die Füße drauflegen kann und vielleicht einem kleinen Tischchen und vielleicht so einer Stehlampe. Wir haben hier vorne, das war ganz cool, das haben nämlich die Monteure und Schreiner von Home Schlafen Wohnen gemacht. Die haben hier so eine Leiste angebracht und meine Steckdosen, die dahinter lagen, praktisch hier vorgeholt. Das Dingsbums hier für... Okay, bis Maya ist immer da. Was, wie hätte... Schalter, Rolloschalter. Ja, Rolloschalter. Genau, hier sind einfach meine Rolloschalter. Das heißt, das Loch hier muss zugemacht werden. Dafür habe ich gestern noch Kappen bestellt. Und ja, eventuell mache ich noch einen Teppich hier hin. Aber ihr seht einmal hier, wie das Ganze aussehen soll. Hoffentlich Ende August. Das ist der Grund, warum ich mir Einbauschränke habe machen lassen, weil die Schränke sind relativ tief und sonst würde ich hier gar keine Schränke hinbekommen. Und das wäre natürlich schade, ne? Dass ihr seht, es ist komplett alles auf Maß gemacht und genau perfekt hier reingearbeitet. Aber das heißt nicht, dass ihr die später nicht wieder mitnehmen könnt. Die kann man hier wieder ausbauen und dann in die nächste Dachschräge reinstellen. Gar kein Ding. Wir haben hier 2 halbe Schränke. Das heißt, hier wieder
Einmal aufmachen. Hier sind einmal nochmal Winterjacken drin und hier auch nochmal. Hier, der Schrank ist eigentlich dafür gedacht, dass ich so Sachen reinhänge, die ich noch nicht angezogen habe, zum Beispiel für Reels oder YouTube-Videos. Und dann einfach dann schon mal hier reinhänge, damit ich weiß, was zeige ich das nächste Mal und was kann ich ein bisschen aufstylen für euch. Hier unten sind Tüten, weil genau, wenn meine Freunde da sind, dann kommen die, nehmen eine Tüte und shoppen. Die nehmen alles mit, was sie finden, deswegen sind hier unten Tüten. Und hier ist sogar mein Brautkleid drin. Ich habe es leider noch nicht in die Reinigung gegeben, muss ich noch machen, aber da ist mein Brautkleid drin. So schön. Mein Schleier ist da auch drin und meine Schwester hat meinen Schleier getragen, was natürlich sehr schön ist, ne, dieser Schleier. Ich hoffe, meine andere Schwester trägt den auch, wenn sie irgendwann heiratet. Schon ganz cool. Dann haben wir hier noch einen halben Schrank. Hier sind lange Kleider drin. Ist ganz praktisch, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach eine Stange so reinzuhängen, weil dann können diese langen Kleider rein. Da muss man nicht immer wieder gucken, wie man die faltet und weiß ich nicht was. Ne? Das ist ganz praktisch. Hier unten sind noch ein paar Winterjacken mit drin. Und hier oben sind so Boxen mit Kamera-Equipment, was sich über die Jahre angesammelt hat. Zum Beispiel. Hier. Ist echt nicht ordentlich. Ich muss das eigentlich alles sortieren. Gucken, was davon brauchbar ist und was nicht. Aber Holly Holmes hat gedacht, komm, wir nehmen hier so coole Boxen als Staumöglichkeit, weil die fallen nicht in sich zusammen. Wisst ihr, die sind relativ stabil, also könnt ihr auch sehr lange behalten, weil die echt stabil sind. Das ist es. So viel ist hier nicht mehr drin. Dann kommen wir hier zum bisschen Deko. Wir wollten so ein paar offene Schrankelemente reinmachen, damit wir so ein bisschen, weil Schuhe und Taschen sind für mich tatsächlich auch Accessoires. Also ich finde es schön, die zu sehen und sie dekorieren den Raum. Und warum nicht, wenn man eine schöne Tasche hat, dass man die einfach rausstellt. Hier sind so ein bisschen schwarz-weiß und so ein bisschen braun die Accessoires und Deko-Elemente. Wir haben hier zum Beispiel so einen Korb. Ich mag das gerne, wenn man so einen Stilmix hat, wenn man Kunststoff hat und Textilien hat und Metall drin hat. Also wenn man irgendwie alles dabei hat. Und was ganz cool ist, zum Beispiel hier unten sind diese Drehdinger. Ganz cool. Ist auch ganz cool für den Kühlschrank. Kann man hier Marmeladen und sowas entstellen. Die gibt es zum Beispiel auch in verschiedenen Größen. Ne? Also könnt ihr dann gucken, welche Größe ihr braucht. Wir verlinken euch alles, was wir hier haben, in die Infobox. Auch die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben und so weiter. Und die ganzen Codes, die ihr dadurch bekommt. Was ganz cool ist. Und ja, hier unten zum Beispiel geht es auch noch weiter. Hier ist zum Beispiel meine Kamera. Und die ist zum Beispiel in so einem höheren Drehdings drin. Und was auch ganz cool ist, vor Jahren habe ich meinen YouTube-Button bekommen. Ja, Gratulation Tamtam Beauty zu 100.000 Followern. Ist lange her, aber er wird immer einen Platz hier finden. Das war jetzt hier mein Dekoschrank und hinter mir sind Schubladen, die ich euch jetzt zeigen werde. Man meint, ich habe nur drei Schubladen, aber es sind tatsächlich sechs, weil Home Schlafen Wohnen meinte, wir machen zwar drei Fronten, Kassettenfronten. Wie ihr seht, ist alles hier als Kassettenfront, weil unser ganzes Haus hat so einen kleinen Touch von Landhausstil. Und deswegen haben wir Kassettenfronten genommen. Aber wenn man die Schubladen aufmacht, dann ist da nämlich noch eine Schublade drin. Hihi. Weil ihr wisst ja, dass unsere Make-up-Produkte und so nicht ganz so hoch sind und eigentlich keine volle Schublade brauchen. Und deswegen haben wir hier einmal... Ich habe jetzt nicht aufgeräumt extra für euch, Leute. Sehen, hier sind direkt meine Ohrringe, meine Ringe und so weiter. Und das meine ich mit Schublade in Schublade. Das heißt, hier ist wirklich alles nochmal doppelt, damit ich mehr Platz habe. Und es ist natürlich alles wieder vierseitig. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Also es ist vierseitig halt, super stabil. Und ja, es geht direkt weiter. Ich habe hier zum Beispiel meinen Schmuck drin, weil ich nehme mir dann einen Spiegel hoch, ziehe meinen Schmuck an und gucke im Spiegel, ob das ganz cool aussieht oder ob ich ein bisschen übertrieben habe, ob es zu wenig ist. Und dann kann ich hier unten meine Lipsticks rausholen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber über die Jahre sammelt man viele Nude-Töne an. Und ja. Ihr wisst ja, ich bin sehr Make-up-begeistert, arbeite mit sehr vielen Kunden zusammen. Aber das meine ich mit Shoppen. Also die Mädels nehmen dann eine Tüte da unten raus und dann gucken sie, welche Farben ihnen gefallen und dann tun sie das einfach da rein. Was wir auch machen, ist Maya, also ein-, zwei-, dreimal im Jahr sortieren wir Klamotten und auch Schminke aus, bringen es zu DKMS oder zu Frauenhäusern. Das machen wir auch alles und ja, Verlosungen gibt es ja auch immer wieder. Also wir
teilen das Ganze schon mit allen, mit denen wir können, weil wir einfach auch sehr, sehr viel bekommen, ist halt Fakt. Wie ihr seht, haben wir das Ganze in Boxen gelegt. Also alles, was wir, also wir haben nichts lose in die Schubladen gelegt. Das ist ganz wichtig für die Organisation, damit nicht alles einfach rumfliegt und damit es lange ordentlich bleibt. Und bei dem Make-up und bei den ganzen kosmetischen Produkten haben wir uns für Tidy Ups entschieden. Tidy Ups hat nämlich schöne, stabile, hochwertige Acrylbehälter. Und wenn man die dann zum Beispiel die Lippenstifte hier reinlegt, es gibt ganz, ganz verschiedene Organizer. Also ihr könnt wirklich gucken, es gibt auch ganz speziell zum Beispiel für die Malm-Schminktische, da hatte ich ja auch vorher so einen Malm-Schminktisch, wirklich eine Einlage, da legt ihr das rein und alles ist perfekt organisiert. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich niemals was anderes genommen, weil es ist einfach so praktisch. Zum Beispiel könnt auch diese Stäbe hier nehmen, also diese kleinen Stäbe hier, die steckt ihr dann praktisch zusammen und könnt dann einfach eure Lippenstifte oder ich zeige euch gleich meine Blushes und meine Bronzer und so weiter, die habe ich alle da rein organisiert. Das heißt, wenn ich die Schublade auf und zu mache, fliegt das Ganze nicht rum, sondern es ist wirklich perfekt organisiert. Das ist so ein Stecksystem, also ihr könnt so stecken, wie ihr wollt. Die liegen dann so schräg da drin, das heißt, ihr könnt dann perfekt sehen, welche Farbe ist das? Keine bezahlte Kooperation, aber wirklich eine Herzensempfehlung. Ich habe auch einen Code für euch und zwar 15%. Tidy Ups war so cool und hat gesagt, ey, deine Follower bekommen 15% und zwar mit dem Code TIDYTARA. Welcher? Der ist so cool, oder? Schreibe ich euch alles gerne nochmal in die Infobox, könnt ihr vorbeischauen. Und ich verlinke euch nochmal die ganzen Divider und diese Organizing-Behälter, damit ihr gucken könnt, was ich so genommen habe. Ich verlinke euch gerne alle Produkte, die ich benutzt habe, in die Infobox. Aber schaut gerne mal selber, was so in eure Schubladen passt. Ihr könnt es ja in jede Schublade legen. Also, das ist sehr, sehr cool. Kommen wir zur letzten Schublade hier unten. Und zwar haben wir hier nochmal Primer und... Was haben wir hier noch? Face Mists und Setting Sprays und hier oben haben wir noch Lipsticks, selbstverständlich. Wir haben hier ganz viele Lip Liner, wir haben hier unterteilt in High End und Drugstore. Ihr wisst ja, ich mag beides sehr gerne und das spielt für mich keine Rolle, Hauptsache das Produkt ist am Ende gut. Und ja, hier sind noch mehr Lippenstifte und hier, wie gesagt, ganz viele Setting Sprays. Hier mein Liebstes von Urban Decay zum Beispiel oder hier das Face Mist von Caudalie. Zum Beispiel in Mini für die Reisen. Ja. This is it. Bevor wir jetzt mit den Schuhen und Taschen hier weitermachen, kommen wir zu meiner Insel. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, in der Mitte des Raums eine Insel zu machen, an der ich mich schminken kann. Und was ganz cool bei Home Schlafen Wohnen ist, ihr könnt da durchlaufen und gucken, welche Höhe ist für euch die perfekte Höhe. Ich wollte eine höhere Insel, damit ich einfach höher sitzen kann und mich da schminken kann. Aber was ganz cool ist, was ihr bei Schreinern meistens nicht machen könnt, ist zu gucken vor Ort, wie wird es aussehen. Also auch mit den ganzen Regalen und so weiter. Wie sieht es in echt aus? Was bekomme ich am Ende? Und ich fand diese Höhe perfekt. Das sind übrigens 92,5 cm. Wir haben auf der Seite Schranktüren, die ihr hier mit der Griffleiste aufmachen könnt. Und ihr seht, wir haben auch hier nochmal so Boxen und so weiter. Die sind ganz gemixt von verschiedenen Stores, also IKEA oder TK Maxx oder so. Ne? Holy Homes hat das ganz cool gemacht. Die haben nämlich so ein bisschen Textilmix und Materialmix hier reingebracht. Und hier haben wir zum Beispiel so ein kleines bisschen so Handcraftings und hier sind so Bücher und sowas drin. Dann haben wir auch so Haarstyling-Produkte. Und wir haben hier auf der Seite auch sogar noch ein Schränkchen. Hier seht ihr das einmal offen. Also hier haben wir einmal Acrylboxen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in die Infobox. Die Mädels sind hier hingekommen, die haben hier alles ausgemessen, geguckt, welche Höhe und so weiter, welche Tiefe haben wir. Und dann haben sie alles gelabelt. Also hier steht Facial Oils. Das heißt, wenn die Mädels hier shoppen kommen, dann wissen sie, wo was ist und wissen, okay, ich fliege jetzt in den Urlaub, ich brauche SPF. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch nochmal was richtig Cooles für euch. Und zwar bekommen die ersten zwei, die sich dafür entscheiden, mit Holy Homes zu arbeiten, 25% auf den Preis. Und das ist sehr, sehr cool. Also ich habe mich wirklich in diese zwei Mädels verliebt. Die haben das so mit Herz gemacht. Die haben das so gemacht, als wäre es ihr eigener Raum, als wäre es ihr eigenes Zuhause. Und das hat man richtig gespürt. Also die waren wirklich Goals. Dann haben sie hier unten alles mit Papier gelabelt, weil das sind nämlich so... Ja, so Metallkörbe in so einem Kupfer, also sehr, sehr hübsch. Hier steht zum Beispiel Masks, dann weiß ich genau, wenn ich Masken brauche, dann gehe ich hier dran. Oder wenn ich Serien brauche, hupi, gehe ich da dran. Es ist immer in so einem coolen System. Also es macht Spaß, das anzugucken. Das haben sich die Mädels wirklich, also da haben sie sich wirklich ein Chapeau verdient.
Natürlich habe ich noch eine Überraschung für euch. Die Lampe hängt hier immer noch seit dem letzten Video und auch schon seit ein paar Monaten. Ehrlich gesagt habe ich mich schon ein kleines bisschen an sie gewöhnt. Sie gehört irgendwie so ein kleines bisschen dazu. Sieht aus wie eine so teure Balenciaga-Lampe oder sowas, nennt Maya sie zumindest immer. Und ja, ich habe gestern eine neue bestellt. Die kommt ab August an und bis dahin genieße ich diese Lampe. Ich mag sie, was soll ich machen? Wir blenden euch einfach mal ein Foto hier ein, damit ihr wisst, um welche Lampe es sich handelt. Und bis dahin vergnüge ich mich mit der hier, ne? Joa! Wir machen mal weiter. Machen wir hier weiter, ne? Hier unten, glaube ich. Ich glaube, wir machen hier unten weiter. Ich habe hier unten Boxen. Also erstmal sind das wieder offene Regale, drei offene Regale. Da machen wir, habe ich gedacht, die Schuhe und die Taschen rein. Auch so ein kleines bisschen farblich sortiert. Hier fehlt ein paar Schuhe. Ich kann mich nicht erinnern. Wisst ihr, ich habe den ganzen Morgen gesucht, welche Schuhe fehlen hier? Und ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich hatte sie auf jeden Fall an. Hier unten haben wir so, ja, so Boxen zum Beispiel mit Sonnenbrillen. Ne? Ich gehe mich sonnen jetzt. Aber ja, hier sind so Memories oder Taschen oder Make-up-Taschen sind hier ganz viel drin, so Kulturbeutel und so weiter, wo wir jetzt keinen Platz für gefunden haben. Aber diese Boxen sind auch ganz cool, haben die Mädels von Holy Homes auch gefunden. Und ja, passen ganz gut hier rein. Dann haben wir hier einmal bunte Schuhe, helle Schuhe, braune Schuhe, schwarze Schuhe. Genauso haben wir das mit den Taschen gemacht. Und manche Taschen stehen sogar auf einer Erhöhung, damit das so dekorativ cooler aussieht. Das war auch die Idee der Mädels. Hier zum Beispiel, das ist so eine Tasche, so eine legendäre Tasche, die immer umkippt. Die hat nicht so einen festen Boden, ne? Und deswegen habe ich hier so eine Handyhalterung drunter gelegt, damit die mir nicht immer wegfällt. Hier unter dem Fenster haben wir so ein Buch und so einen Raumduft. Den Raumduft verlinke ich euch gerne in die Infobox, der ist ganz cool. Also ich mag ihn gerne, er ist so ein bisschen kokosnussmäßig und weil er so groß ist, er ist so groß wie mein Kopf. Wirklich die ganze Etage riecht dann auch danach. Und ja, wir haben hier einmal ein Booktow, also so ein Ständer für Bücher. Und ja, den kann ich euch auch verlinken. Was aber die wichtigere Geschichte ist, hier hat es einmal reingeregnet, als ich das Fenster nicht zugemacht habe. Und zwar richtig doll reingeregnet. Also mein Buch ist richtig wellig geworden, könnt ihr sehen. Und hier stand wirklich Wasser drauf. Und zwar schon über einen längeren Zeitraum. Also ich habe es, da hinten war es so ein bisschen trocken und hier stand noch so ein bisschen Wasser drauf. Bestimmt so zwei Tage oder so. Und dem Material ist nichts passiert. Es ist weder aufgeplatzt noch in den Nähten. Also es ist nicht mal in den Nähten irgendwas damit passiert. Also ich finde es schon sehr beeindruckend, habe mich schon sehr begeistert. Deswegen, ja, für so Tollpatsche wie mich hält das Ganze auch mal ein paar Jahrzehnte. So, jetzt geht's auf die andere Seite zu den anderen Schubladen. Hier sind nämlich nochmal drei Fronten und sechs Schubladen. Und hier finden wir meine Mascaras, Eyeliner, Kajalstifte und so weiter. Das zeige ich euch hier einmal. Und zwar sind hier wieder die Organizer von Tidy Ups drin und da konnte ich natürlich alles ordentlich reinlegen. Also so kann ich einfach hingehen und sagen, ich brauche einen Augenbrauenstift. Früher lag immer alles in einer Box und das habe ich nicht gesehen. Deswegen sind die ganz cool und das sind wieder natürlich 2-in-1 Schubladen, weil es praktisch ist. Und hier unten haben wir einmal Highlighter, flüssige Highlighter und hier haben wir, guckt, das sind zum Beispiel diese Trenndinger. Also man kann die für Lippenstifte benutzen. Man kann einfach diese Stäbe hier so variieren, wie man die Produkte reinsetzen will. Das ist super praktisch. Und wenn sie sogar zu lang sind, haben wir sie teilweise sogar einfach nur so ein Stück unten weggebrochen und dann in die Schubladen gelegt. Also ihr könnt wirklich sehr variabel damit umgehen. Und hier oben zum Beispiel liegen dann auch nochmal, hier sieht man es ganz genau. Hier sind nämlich, seht ihr, kann man so ein bisschen gucken, wie groß man das haben möchte. Und was wir auch gemacht haben, was ganz cool ist, da drauf kamen die Mädels von Holy Homes. Die haben hier unten, kennt ihr diese Stopper, damit sich einfach Dinge nicht mehr so richtig krass bewegen? Und das haben wir hier unten dran geklebt, damit wenn wir die Schubladen auf und zuziehen, sich diese Organizer auch nicht bewegen. Also das ist wie so ein, Teppichstopper, damit der Teppich nicht wegrutscht. Ja, das ist ganz praktisch. Hier haben wir noch so ein paar Paletten und unten haben wir ganz viele Paletten. Hier haben wir Lidschattenpaletten und ich habe sogar in der Insel noch ein paar Lidschattenpaletten, weil das nicht alles hier reingepasst hat. Hier sind meine ganzen Puders, meine Kollektionen. Beautiful, I love it. Tschüss.
Was ganz cool ist, war, dass Home Schlafen Wohnen hier war und dann gesagt hat, ey, wir ziehen das so weit vor mit diesen Regalen, dass du dich hier nicht so unter die Schräge quetschen musst. Ne? Das ist ganz praktisch, die kommen auch gerne raus und schauen sich das Ganze an, sodass ich, wenn ich hier die Schublade aufmache, auch normal stehen kann und mich normal daran begeben kann. Nur so kurz als Hinweis. Und ja, ihr könntet zum Beispiel auch versteckte Tresore oder reversible Hinterteile machen. Das heißt, die Rückwand kann man zum Beispiel dann entfernen und den Stauraum hinten nochmal nutzen für Koffer. Oder wie gesagt, man kann versteckte Tresore noch in seinen Kleiderschrank mit einbauen lassen. Das ist auch ganz cool. Also wenn ihr da Interesse daran habt, dann fragt da mal gerne nach. Und dann kommen wir wieder zu einem offenen Regal. Ihr wisst, ich mag das Dekorieren sehr gerne. Es kann schon mal sein, dass es nach Jahreszeit hier dekoriert wird. Aber wir haben hier einmal so ein bisschen Taschen. Dann haben wir hier die Einladungskarte unserer, und was war das, Standesamt oder war das? Ja, das war eigentlich Save the Date für unser Weekend-Wedding. Wir wollten nämlich eigentlich im Ausland heiraten und hatten ein ganzes Weekend mit Bootstour und alles schon organisiert. Und ja, dann kam leider Corona und vielleicht können wir dann irgendwann mal nachfeiern. Aber diese Karte wollte ich behalten und habe sie deswegen dann auch wieder auf so einen Ständer hier gestellt, so einen Handyständer eigentlich. Und dann haben wir hier so zwei Taschen und so eine Treppenerhöhung für die Parfums, die nach Farbe sortiert worden sind, damit das Ganze nicht zu unordentlich aussieht. Und dann haben wir wieder diese runden Drehplatten, wieder mit Parfums und Memoryboxen und so weiter. Also es ist eigentlich nutzbar, aber auch dekorativ. Und auf dieser Seite haben wir dann auch Handtaschen. Hier sind meine Brautschuhe, deswegen stehen die hier so provokant drin. Und hier haben wir meine neue Minitasche. Da passt nicht mal mein Handy rein. Nicht mal mein Handy passt da rein. Und ich habe sie trotzdem behalten. Aber nur weil ihr gesagt habt, Tara, dann hol dir so ein Umhängeding. Hättet ihr gesagt, hä, bist du bescheuert, schick das mal wieder zurück. Hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Also da habe ich schon auf euch gehört und ihr so, oh, sie ist so schön, behalt sie nicht so, okay. Dann haben wir hier, habe ich von Dior Bücher bekommen. Aber das Dior in Bloom und Moments of Joy, beides sehr tolle Bücher. Das sind so Aufbewahrungsboxen, beziehungsweise Boxen, da waren meine Gastgeschenke drin für mein Standesamt, war das, oder Handanhalten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier standen meine Eheringe drauf und ja, deswegen ist das so ein kleines bisschen Erinnerung für mich. Dann haben wir hier so kleine geflochtene Körbe. Hier sind zum Beispiel so Parfums und so Miniaturen von verschiedenen Marken, die ich dann mitnehme, wenn ich reise. Was ganz cool ist. Und diese Dinge habe ich bei Amazon bestellt, beziehungsweise haben die Mädels für mich bei Amazon bestellt, weil die auch dekorativ gut aussehen. Also ich könnte die eigentlich auch... Nee, don't do that. Dann haben wir hier unten, ganz unten Memory Boxen. Das heißt, da sind so Sachen drin wie... Vielleicht kann ich euch hier mal ein bisschen was zeigen. Ganz kleiner Einblick. Eigentlich ist es relativ privat, weil... Oh, hier ist mein Parfum. Das habe ich in der 12. Klasse gekauft. Also müsste schon 10 Jahre her sein. Und ja, das hat meine damalige beste Freundin so gerne getragen. Es erinnert mich einfach an sie und an diese... an diese Zeit, wo wir immer auf den Zug gewartet haben und so, ist schon ganz cool. Dann haben wir hier zum Beispiel meine erste Kollektion, die im DM war. Da habe ich einfach mich selbst drauf drucken lassen. Wer macht sowas noch? Niemand. Ja, also so ein kleines bisschen. Oder hier, das hat mir meine Mama geschenkt, was ganz cool ist. Das ist so ein Magnet für den Kühlschrank. Als ich ausgezogen bin, hat sie mir das damals geschenkt, so als Schutz für mich. Das hier ist, da stand mein Ehering drauf. Also er lag theoretisch hier so oben drauf und es war dann so zu. Und ja, so haben wir dann ja gesagt. Voll cool, sowas zu behalten, weil irgendwann machst du es auf und guckst es dir wieder an und dann ja, schwelgst du in Erinnerung. Oder hier bei Café Bur im Express, erst knipse ich dich, dann esse ich dich. So cool mit meinem Sucuk-T-Shirt hier. Und ja, so ein paar Zeitschriften und so. Und ein paar coole Erinnerungen. Hier ist noch so eine Box. Da habe ich TamTam Beauty-Produkte drin gehabt und an die PR-Mädels geschickt, also an meine Freundinnen. Und die haben dann damals meine Produkte vorgestellt. Und ja, das haben wir damals machen lassen. Das ist auch für mich eine große Bedeutung hat. Deswegen steht das so offen im Regal. Ja, das war's mit den offenen Regalen. Let's go to the Kleiderschränkies. Jetzt haben wir einmal die Schränke schon mal für euch aufgemacht. Hier oben sind wieder Wintermäntel. Eigentlich ist es dasselbe Prinzip, aber hier kommen zwei Schubladen rein. Also hier kommt eine Schublade rein, weil ich will diese Hosen nicht so offen liegen haben. Das andere in den Boxen stört mich nicht. Wir haben hier unten zum Beispiel meine Pyjamas. Das stört mich nicht, dass die da drin sind, aber
dass die Hosen da so liegen. Wäre schon ganz cool, wenn hier so zwei Schubladen sind. Also einmal hier eine und einmal nochmal auf der anderen Seite, auf derselben Höhe natürlich nochmal eine. Es ist ganz praktisch. Wir haben hier angefangen mit dicken schwarzen Oberteilen und dann wurde es immer leichter, so für den Sommer, ne? So leichtere Kleider und Blusen und so weiter. Dann ging es weiter mit Lederhosen, Jeanshosen, feineren Hosen, Röcken und ja, so ein paar Jeansjacken. Und was ganz cool ist, wir haben hier diese doppelten Bügel. Das ist ganz praktisch, weil man kann einfach zwei Hosen oder mehrere Hosen da dranhängen. Das ist ganz cool, wenn man zum Beispiel weniger Platz hat und ja, dann ist das sowas ganz cool. Ich glaube, es ist von Ikea, wir verlinken es euch in die Infobox. Dann haben wir die Röcke an so Clip-Dingern. Ganz komisch, ich kam da früher nie drauf. Ich habe immer die Röcke gefalten und reingelegt. Aber so ist es praktischer. Es ist einfach, ach, das ist nicht mal ein Rock. Das ist eine Hose, aber ja, das gleiche Prinzip gilt natürlich auch den Röcken. Ja, das ist ganz praktisch, weil die sind auch von Ikea. Die kann man nämlich hier einfach so, ne, je nachdem, wie schmal man ist, kann man das variieren. Ja, und dann haben wir hier so diese dicken, flauschigen Pullis, die man schon mal gerne im Winter anhat und damit einfach rumchillt. Ja, das ist hier alles drin. Kann ich sehr empfehlen, wenn man wenig Platz irgendwie hat. Hier ist eigentlich dasselbe Prinzip. Hier haben wir nochmal Sportoberteile oder Sport-BHs. Und hier haben wir die grauen Hosen, die schwarzen Hosen. Ja, eigentlich alles sehr übersichtlich und ordentlich. Das ist mir in meinem alten Schrank nie passiert. Also bis Holy Homes kam und das so mit Sinn gemacht hat, habe ich das vorher nicht so richtig verstanden. Obwohl ich eigentlich ein sehr ordentlicher Mensch bin. Aber ja, die hatten einfach tolle Ideen. Wir haben hier einmal einen Spiegel, den man, ja, wir haben einfach auf Spiegel 21 geguckt. War ganz cool, weil da könnt ihr nämlich gucken, wie breit und wie hoch der sein soll. Weil je nach Wand könnt ihr da besser variieren. Was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben einen beleuchteten Spiegel genommen, weil es kann schon mal sein, dass es hier ein bisschen dunkler ist und man einfach sein Outfit ein bisschen cooler sehen kann. Da haben wir einmal Strom gelegt, weil wenn man hier draufklickt, ich liebe diesen Spiegel, er ist so schön, er ist super hochwertig, er ist einfach groß, ich sehe mich komplett und ja, er leuchtet wunderschön in so einem richtig schönen warmen Weiß, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Also einfach hier, ihr könnt es auch mit Uhr machen, also mit so einer digitalen Uhr und so, ne? Da kann man jeden Schnickschnack mit reinbauen und Preis-Leistung war top, also verlinke ich euch auch mal gerne in die Infobox. Ich weiß nicht, ob wir einen Code kriegen, ich kann gerne nachfragen, wenn ja, schreiben wir ihn in euch in die Infobox. Dann haben wir hier so einen Türstopper, das haben wir eigentlich im ganzen Haus, die sind von Zara Home, weil ich finde die ganz schön und sie halten eure Türen davon ab, gegen die Wand oder eben gegen den Spiegel zu knallen. Ja, das ist ganz praktisch. Alright, dann geht's weiter mit der Tür. Vielleicht habt ihr dazu Fragen. Die Türen haben wir bei Türenheld bestellt. Ja, wir wollten einfach so schöne Landhausstil-Türen haben. Und wenn ihr da irgendwie Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. War auch sehr zufrieden. Die sind super hochwertig. Und ja, dann habe ich das Bild hier selbst gemacht. Ich habe einfach einen Bilderrahmen bestellt, Glas rausgenommen und habe hier einmal meinen Brautstrauß reingehängt. Weil irgendwie weiß man immer nicht, was man mit diesem Brautstrauß anfangen soll. Dann habe ich den einmal kopfüber trocknen lassen, nicht ins Wasser stellen, wirklich einfach kopfüber aufhängen, bis es komplett ausgetrocknet ist. Und dann habe ich so ein kleines Tutorial auf TamTams Home gezeigt, wie man das so richtig schön machen kann. Also da könnt ihr gerne da vorbeischauen, aber ja, ich habe da Löcher reingebohrt, den Brautstrauß festgemacht. Dann hat man irgendwie so einen coolen Platz und ganz viele fragen auch, verstaubt das nicht, ob es jetzt in der Gardinenstange runterhängt und da herumhängt. Es verstaubt nicht. Nochmal zur Insel, da sind nämlich auch ein paar Schubladen, die zeige ich euch jetzt. Aber ganz kurz, dieser Stuhl wird auch ausgetauscht, den habe ich aus dem Kinoraum unten hochgeholt. Aber ja, tatsächlich kommt meiner auch Ende August oder sowas. Ja, der hat 11 Wochen Lieferzeit gehabt, also mein Herz bricht, weil ich so lange auf den warten muss. Aber ja, so lange habe ich halt den hier, der auch sehr bequem ist. Wir haben hier auf der Rückseite jeweils 4 Schubladen, die zeige ich euch jetzt nochmal näher, was ganz cool ist, weil ich kann hier oben mein Daily Make-up reinmachen und dann nochmal Bronzer und so weiter. Wir fangen mal auf dieser Seite an und zwar habe ich hier so, ja, Zeug, Pflegezeug, Beauty Blender, Augenbrandprodukt, ganz, ganz viele Haarspangen, die sind super in jetzt, diese Schmetterling-Haarspangen übrigens, wusste ich auch nicht, habe ich mir jetzt erst bestellt. Dann haben wir Abschminktücher und hier ist zum Beispiel so ein Teil, ist ganz cool von Ikea, da stelle ich mein Handy rein und gucke eine Serie, wenn ich mich fertig mache. Haben wir hier nochmal diese von Tidy Ups, diese Stecksysteme. Da haben wir zum Beispiel ein bisschen was rausgebrochen, sonst wäre das zu lang. Aber wie ihr seht, funktioniert es wunderbar. Und hier haben wir die ganzen Bronzer drin. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Bronzer-Liebhaber. Ich benutze jeden Tag eigentlich einen anderen. Und deswegen liegt das so nah bei mir. Dann haben wir hier die Loose Powder, die ich auch gerne immer wieder wechsle.
Und ganz unten haben wir die Pinsel. Ups, hier liegen die Pinsel. Brauche ich natürlich nicht alle auf einmal, aber wenn, dann wechsle ich einfach mal. Oder ja, ich habe einfach zu viele. Picasso hatte vielleicht so viele. Kommen wir zur anderen Seite. Hier ist mein Daily Make-up drin. Das ist das, was ich eigentlich im Moment gerne benutze. Ich tausche mal gerne die Paletten aus zum Beispiel oder die Blushes aus oder sowas. Aber so die Base bleibt eigentlich in ein paar Wochen immer gleich. Wir haben hier Mascara, Concealer, ein paar Sprays und so weiter. Ich habe zum Beispiel hier das All-Nighter Setting Spray in klein drin, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und fülle das Große dann hier rein, damit die Schublade einfach nicht zu voll ist. Hier haben wir einfach so Acryl-Einlegebehälter drin. Kann ich euch auch verlinken. Dann haben wir hier wieder von Tidy Ups das Stecksystem. Hier sind meine ganzen Blushes drin. Cream Blushes oder Powder Blushes. Dann kommen wir hier zu meinen Nägelsachen, weil seit Corona mache ich mir nämlich die Nägel selber mit Shellac. Ich habe es gelernt. Und hier unten, oh, hier klemmt was, ist so Technikkram. Also wir haben hier Steckdosen, Verlängerungskabel und so ein Zeug. Das war die Insel. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Wer es bis hierhin geschafft hat, der kann gerne ein Schuh-Emoji in die Kommentare lassen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ganz großes Dankeschön auch an die, die das zweite Mal schon mit dabei sind. Ich hoffe, das Video gefällt euch genauso gut wie mir. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag zu einem neuen Video. Und ihr könnt jetzt mal gehen, weil ich muss jetzt noch arbeiten. Deswegen schnell raus mit euch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüssi!